Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 2. Ich hoffe, ich habe es hingekriegt, denn mir ist aufgefallen, ja, während dem Schneiden, dass wir ja das Tiefenunschärfe drin war. Also wenn man hin und her schaut, also habe ich ihn ja in den Anstellungen geschaut. Okay, aber die Ruckler sind wesentlich besser. Und habe bin erschrocken. Schlaflager der Trolle. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass gewissen Sachen, die ich schon vorher weggemacht hatte, wie zum Beispiel Übersampling, was extrem viel verbraucht, dass ich das ja schon weggemacht hatte und ja, wieder aus irgendeinem Grund eingeschaltet war, was dazu geführt hat, dass es hier extrem geleckt hat. Was auch wieder leckt. Aber dafür ist der Rest ein bisschen schneller, glaube ich. Werden wir gleich sehen. Doch, ist es. Gut, gut. Gibt es das Band? Will ich aber nicht. Die Textur fällt, oder? Ja. Gut, sonst weiß ich nicht, was hier los ist. Ob es an The Witcher... Ja, The Witcher liegt... Aber gut, wir schauen uns zuerst mal... Auftrag die Harpien. In Oberirdien sah sich Geralt nach... Die Harpien nisten auf... unzugängliche Felsvorsprünge. Es war unmöglich, zu ihnen hochzuklettern. Und so verfiel Geralt auf die Idee, sie mit Hilfe von fachmännischer Hexerfallen loszuwerden. Hexer schlägt sie alle. Mhm. Schweren Herzens. Untersuche die Körper. Auch von der Rechnung. Okay, schweren Herzens. Und diese Herzen sind... da oben. Aber wie kommen wir da hoch? Seltsam. Das ist zu weit. Gut, dann müssen wir vielleicht... Jetzt bin ich auf der Spur. Was haben wir hier noch? Zack, voll Federn. Bei uns fehlen noch ein paar Federn. Symbol des Hasses, Symbol des Königsmörder, offene Rechnung. Eine Frage auf Leben und Tod. Aha. Abgehen. Gut, dann machen wir halt ein paar Sachen zuerst. Ja, ich glaube, das ist besser so. Aber gut, im Moment scheint das alles gut zu laufen, also. Ja. CPU und so scheint auch alles gut zu gehen. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist auch ruckelfrei. Also bis auf die Ruckel, die bei mir sind. Aha. Ja, ich dachte, wie gesagt, ich dachte, die Ladesequenzen wären schneller, aber wie man sich doch irren kann. Mein Gott, woher nehmen sie? Müssen die das alles noch von Hand aufmalen oder wie? Hopp, hopp.
Jetzt. Gut, wir gehen mal zu Philippa. Nein, es sieht nicht nur so aus, es ist so. Es fehlen ein paar Texturen. Ich weiß nicht, was los ist. Und die Leute fehlen auch schon wieder. Und solange sie nicht da sind, kann man sie auch nicht anreden. Hallo. Fünkchen? Lass mal sehen. Gott. Ich das hasse. Was ist auf einmal nur los? Liegt es am Spiel oder an was liegt es? Harpyen werden mit H geschrieben. Oh, das sind unsere. Ich dachte wirklich, wir... Wie seltsam die Menschen sind. Wieso? Ja, ja. Wenn es ums Heiraten geht, sind sie furchtbar. Nein. Wählerisch. Oh. Mein Gott, was ist denn schon wieder los? Herr Schleier, nein. Ist das Fräulein auf Jungfrau? Ich muss wirklich mal sehen, was da los ist. Das kann so nicht weitergehen, oder? Mann, Mann, Mann. Okay, nee, nee. Man kann es noch halbwegs spielen, aber wenn das so weitergeht... Dann weiß ich auch nicht weiter. Dann muss ich nachsehen, ob ich irgendwie etwas dagegen unternehmen kann. Schon. Ich will doch nur The Witcher 2 aufnehmen. Mein Gott. Wir speichern mal. Hallo, Philippa. Willst du über etwas reden? Schilder der Dankewelt auf den Hänsels Seite. Ist auf Hänsels Seite, so. Deine Freundin Sheila versteht sich prima mit Hänselt. Ich weiß, Hexer. Das ist kein Grund zur Sorge. Sheila passt auf, dass Hänselt nicht denselben Leuten zum Opfer fällt wie Foltest. Wir wollen ihm zwar das Pontartal nicht überlassen, aber einen Bürgerkrieg in Kedwin wollen wir auch vermeiden. Okay, ich hab das Band von Triss. Ich habe das Band von Triss. Konntest du etwas herausfinden? Triss war hier. Leto hat sie zum Teleport gezwungen. Warum? Es gibt einfachere Reisemethoden. Zwei von Letos Kumpanen hielten sich bei den Skoyatel versteckt. Vermutlich die, die für Demavents Tod verantwortlich sind. Als in Flotsam ruchbar wurde, dass der Königsmörder Jorvet beseitigen wollte, hat der befohlen, Letos Kumpanen den Gar auszumachen. Leto musste das Kommando also vor den Elfen erreichen. Und dazu war der Teleport die einzige Möglichkeit. Ich verstehe. Triss wollte zu mir, hat mich aber verfehlt. Sie ist in den Schluchten gelandet. Was geschah weiter? Leto hat sie verwundet zurückgelassen. Hat wohl gemeint, sie wäre eine feine Abwechslung im Trollmenü.
Er ist zu den Elfen gegangen und hat mit seinen Kumpanen das Kommando ausgelöscht. Sie sind irgendwo jenseits des Nebels. Und Triss? Ist dem Troll entkommen. Alles deutet darauf hin, dass sie nicht weit von hier ist. Ich versichere dir, in Vergen ist sie nicht. Sie muss irgendwo hier sein. Finde sie. Ich versuch's. Brauche aber ein bisschen Zeit. Was hast du sonst noch erfahren? Sheila hat befohlen, Leto und Triss zu töten. Nichts Wichtiges, ja, hier. Sheila hat befohlen, Leto und Triss zu töten. Nicht zu fassen. Aber wahr. Ich habe die Söldner getroffen, denen sie befohlen hat, Leto und alle, die bei ihm sind, zu töten. Damit meinte sie doch die Königsmörder. Bist du sicher, dass sie von Triss wusste? Wie sicher bist denn du, was Sheila angeht? Zwischen ihr und Triss war etwas. Sicher nur ein Missverständnis. Möglich. Wir müssen Triss finden, dann klärt sich alles auf. Ich brauche ein bisschen Zeit. Was ist denn da los? Sehen wir nach. Okay. Was ist hier los? Die Bauern wollen den Sohn von König Demavent auf ihren Forken sehen. Weshalb? Einem Diener zufolge hat Stannis Saskia vergiftet. Die Bauern sind wie wild deswegen. Der reinste Lynchmob. Wo ist denn der Fürst? Hat sich in seinem Gemach verbarrikadiert. Der Adel bewacht ihn. Vorläufig haben die Bauern noch zu viel Respekt, aber der Wahn greift weiter um sich. Es kann jeden Moment zum Schlimmsten kommen. Bitte helft uns, die Sache ist ernst. Ich informiere derweil die übrigen Adligen. Okay. Das war nur eine Frage des... Ich hasse Giftmischer. Das war nur eine Frage der Zeit. Hunde knurren Katzen an, Katzen fauchen Hunde an. Adlige und Bauern sind genauso. Spar dir die Vergleiche aus dem Tierreich und kümmere dich darum. Ich versuche inzwischen Triss zu finden. Ja. Und denk dran, falls Stannis etwas zustoßen sollte, wir brauchen sein Blut. Das vergesse ich schon nicht. Oh, Levelaufstieg. Sehr gut. Das bedeutete... Also hier erstmal, damit, falls wir mal wieder blocken, es besser geht. Und dann, das brauche ich nicht, aber das hier. Außerhalb des Kampfes wäre super. Und Regeneration im Kampf, auch super. Das hier ist dann noch zu wichtig für mich. Und wir haben noch zwei. Noch drei? Was ist Arzt? Und das ist Axi. Axi ist nicht so mein Ding. Aber machen wir hier. Und eine Energie plus. Yep. Dann. Stufe 3, Reichweite 6 Meter. Gwen wäre dann super reflektiert, 20% Schaden, Zeichen Wirkung, gut. Jetzt haben wir mehr Magie. Hast du nochmal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. Was gibt's da zu zaudern? Schweren Herzen. Nicht erfüllt. Genau das wollte ich vermeiden. Ist das automatisch speichern? Automatisch speichern? Wir haben doch schnell gespeichert. Verdammt, wir haben ja vorher gespeichert. Das hat sich... Was ist hier los? Die Bombe hat sich... Ich hasse Giftmischer. Ich weiß nicht, ob Fürst Stannis schuldig ist, aber wundern würde es mich nicht, wenn er damit zu tun gehabt hätte. Macht. Das Ziel dunklen Begehrens. Gehen wir hin, bevor das dunkle Begehren zu stark wird und jemandem ein Leid geschieht. Geh du. Ich versuche, Triss aufzuspüren. Und denk dran, falls... Das vergesse ich. Gut, erstens einmal laden. Wir haben das Falsche geladen. Oder besser gesagt, ich nehme die Schuld voll auf mich. Auch wenn es eure Schuld war. Wo
ist Triss? Hier, Schnellspeicherung. Schweren Herzens. Die muss man also vorher machen. Gut. Wenn ich das jetzt, da ich das jetzt weiß, schweren Herzens. Untersuche die Körper in der Zwergenkatakomben. Und die Zwergenkatakomben. Wo sind wir? Wenn wir da rüber gehen, hier rüber, da. Ich glaube, das könnte jetzt klappen. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. Was gibt's da? So, sehr gut. Warte, die Zwergenkatakomben sind da unten. Oder? Ich glaube ja. Hast wohl mit einem Bären geknutscht? Nö, eigentlich nicht. Aber mit deiner Mutter! Genug gelacht. Traust du dieser Frau, meine Liebe? Saskia? Nein. Aber ich traue Jorvet. Und er traut ihr. Ich glaube nicht, dass wir das hier heil überstehen. Das war doch von Anfang an klar. Lach mal, Dummerchen. Es zieht ein Unwetter auf. Lass uns die Zeit nutzen. Okay. Meinen Gruß. Hallo. Gut. Sieh ihn dir an, den General. Ist sein Gesicht nicht über. Okay. So, dann gehen wir weiter. Hallo. Öffnen. Und wieder ruckelt es. Komm, fehlt denn hier raus? Ah, dieses Geruckel. Nee. Einfach nur nee. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Es scheint so, als könnte man hier hochgehen. Oder sogar müsste. Ah, Skoyatel oder Banditen. Wir speichern zuerst einmal. Oh Gott. Jetzt knöpfst du dir also auch Menschen vor, Hexer. Das tue ich schon lange. Die Öffentlichkeit hat davon einfach keine Notiz genommen. Von Foltests Tod hat sie durchaus gehört. Du weißt, dass auf dich eine Belohnung ausgesetzt ist. Ja, ziemlich mickrig für das Risiko. Wir brauchen das Geld aber, Hexer. Waffen, Kontakte, Nahrung, alles kostet. Schick dich Jorvet? Der wird davon nie erfahren. Denkt an den Lohn! Los! Idioten. So. Aufpassen! Der ist nicht ohne! Natürlich nicht. Tut mir leid, Kleines. Au. Ach ja, stimmt. Diese Fähigkeit haben wir ja noch nicht verbessert. Denk an den Lohn! Los! Tut mir leid, Kleines. Risiko kontrollieren! Versuch nicht, den Lebendig zu machen!
Okay. So, nur noch wir zwei, mein Freund. Der ist nicht ohne! Du bist ein Idiot. Risiko kontrollieren! Versuch nicht, ihn lebendig zu fangen! Ja, und du redest noch im Tod. Haftbefehl. Gut, ein kurzer Moment, dann schauen wir uns mal. Ist das vielleicht dann hier? Warte. Trollhorn, Dressbande, Schwere. Da muss der Haftbefehl irgendwo hier sein. Ingeschriebenes Blablabla. Krankenhaus. Haftbefehl. Hiermit wird als Mörder und Verräter ist Geralt von Riva des Todes durch das Feuer. Seine Festsetzung und der Auslösung soll die Hälfte besagter Summe haben. Wer den Kopf des Delinquenten bringt, soll die Hälfte besagter Summe erhalten. Auch verlässlich verifizierbare Informationen über den Aufenthalt dort des Kriminellen werden vergütet. Vorsicht, der Hexer ist bewaffnet und gefährlich. Seine Festsetzung ist die zuständige Behörden wird mit einem großzügigen Summe belohnt. Großzügige Summe, da steht nichts von wie teuer, also wie viel. Das kann vielleicht in den Augen eines, ja, schwer zu sagen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Die haben ihr Leben riskiert für so gut wie nichts. Und ich glaube nicht, dass sie Zwergen und Elfen einen großen Lohn geben würden. Okay. Gut, dann setzen wir das mal ein. Und meine Pilze. Okay. Tiefer ins Wasser können wir nicht. Also kann man dort drüben nicht lang. Glaube ich jedenfalls. So, wo sind wir hier? Da, okay. Vor irgendwo kommt etwas her. Oh. Bin ich der Soldat? Der nächste, bitte. Sehr schön. Was war das? Das war tödlich. Okay. Ah, da ist er. So, abgewehrt und... So, oh, und jetzt Nicker. Wer hat eure Mutter nicht geboren? Boah. Die Catwinner werden nicht angegriffen, aber wir? Das ist aber mal nett. So. Einfach wegpacken und dann. Dann hier ein bisschen Rambazamba machen. Was ist das? Gut, das kann man alles gut verkaufen.
wenn wir da lang gegangen wären. Mhm. Okay. Und das Wasser ist noch tief und da drüben. Gut. Die haben genug Schaden angerichtet. Jetzt können die auch noch. So, hier. Alles. Also. Einfach alles schön nehmen, was wir haben. Was hier auch rumliegt. Oh Gott, da geht's ja überall hin. Landen wir hier? Mann, oh Mann, oh Mann. Aber gut. Eieiei. Und wie hier sonst noch etwas? Ah, hier hätten wir rübergekonnt. Aber sonst haben wir hier auch nichts. Außer ein bisschen Schollkraut. So, es wird einfach alles genommen, was hier rumliegt. Es wird nichts verschwendet. Ah ja. Sonst habe ich. Ja, ich habe alles genommen. Außer hier natürlich, da geht es nicht weiter. Und ein Skoyatel. Oder zumindest ein Elf. Das muss ja kein Skoyatel sein. Auch wenn gern Menschen denken, Elfen seien Skoyatel. Aber wie heißt es doch so schön? Alle Mäuse sind grau, aber nicht alles, was grau ist, ist eine Maus. Zwergenkatakomben. Gut. Ein Ort der Macht. Aber zuerst schauen wir uns oben um. Wir sollten gleich da sein. Mhm. Gut, und ein weiteres Energiekreis. Und weiteres Schollkraut. Okay, da hoch kommen wir einfach nicht. Zumindest nicht so. Und hier geht kein Weg vorbei, oder? Auch wenn es... Ja, mit Witcher 3 würde es gehen. Man könnte einfach rüberhüpfen, aber... Hier leider nicht. Denn hier ist es verboten zu hüpfen. Gut, aber wir haben ja irgendetwas da oben gesehen, also will ich das zuerst erkunden. So, dann hoch mit unseren Geweinen. Ja, jetzt läuft es mehr oder weniger flüssig. Rüber. Mit Anlauf und hopp! Das Medaillon vibriert. Da muss eine starke magische Quelle.
So, Harpienfedern. Und noch mehr Harpienfedern. Ah, und da war mal eine Treppe. Kommt. Ah, da ist es. Ah, gut. Geh halt die Legende Schlachter von Tausenden von Harpien. Gut. Das so, okay, da war mal eine Treppe, jetzt nicht mehr. Von hier aus kann man gut runtersehen, aber nicht hochkommen. Gut, da drin ist irgendwo eine. Moment, das ist eine Elfin? Oder? Ja. Und ein bisschen Orens. Und hier können wir springen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Mensch war, der sie hier getötet hat. Ich glaube, es waren die Harpien. Der Magie auf der Spur. Gibt den Gegenstand Philippa Eilhardt. Okay, gut. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.